Unser nächstes Ziel heißt Spanien. Und das bedeutet Feuer, Temperament und dramatische Auftritte. Im Jahr des Falklandkrieges präsentierten die Spanier einen argentinischen Tango. Ausgerechnet in Großbritannien. Haben Sie auch gerade gedacht, da fehlt doch was? Stimmt, die Jackentaschen mussten abgetrennt werden, weil Julio Iglesias beim Singen immer seine Hände darin vergrub. Maciel, die Dame, die Cliff Richard bezwang. Fachleute zählten 138 Mal die Silbe La in ihrem Song. Es ist ganz schlicht. Es ist ein Lied über die große, die überwältigende Liebe, aber beschrieben in kleinen Worten. Doch worum geht es genau? Wir baten einen Experten um Übersetzungshilfe. Eine Gitarre in der Nacht, bist du, meine Hoffnung, bist du, so, so, so bist du. Eres tú ist eine Hymne, ganz klar. Wie Freude schöner Ritterfunken oder wie damals Let It Be von den Beatles. Let It Be de los Beatles. Olé, hier kommt Mickey, der mit einer Art spanischer Polonaise Blankanese unsterblich wurde. Es war alles live. Die Flasche, das Banjo, nur das Mädchen nicht. Die konnte nicht spielen. Das Einzige, was sie konnte, war ihr Bein zeigen. Für Mickey zählt sein Lied zu den wichtigsten 20 Titeln der Geschichte des Grand Prix und er vergleicht es mit den ganz Großen. Wir sprechen hier von Songs von Cliff Richard, von ABBA, Waterloo und so weiter. Wir sprechen von den sehr wichtigen Songs. Es gab eine spektakuläre Panne bei dem ersten Song Contest und es war der einzige, der in Jugoslawien stattgefunden hat. Damals hieß es ja auch noch Jugoslawien. Als die erste Gruppe auftrat, also kam Moreno aus Spanien und der Zuspieler nicht kam, das war alles live gespielt, aber es gab so ein Element, was von einem Halbwehrdeck irgendwie zugespielt und werden durfte. Disco-Beat, genau. Disco-Beat. Die Damen gehen nach vorne und es scheint sich hier eine Kamerikane anzubahnen oder vielleicht auch nicht. Am Anfang darf es ja noch passieren, aber dann nicht mehr. Aber ich glaube, nein, es läuft. Und die Damen standen da, es war Startnummer 1. Und sie fingen auch an, irgendwann mal guckten die sich auch an. Und gingen wieder von der Bühne. So fing der Abend an und ich dachte, großes Kino, hat so auch noch nicht gegeben, freue ich mich. Als das Playback wieder lief, kamen sie zurück und sangen sich die Wut aus ihren Leibern.